Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit dem großen Jahresrückblick 2019. Ja, ich möchte euch zunächst mal ein frohes neues Jahr wünschen und mich mal bei allen bedanken, die mich die letzten Monate, Jahre supportet haben. Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch. Und ja, heute kommen wir mal dazu, was eigentlich 2019 so passiert ist. Und da waren verschiedene Sachen dabei, unter anderem lustige Sachen. Hier das. Oh nein! Hab ihn. Was? Das Quad ist weitergerollt von aufs andere. Aber auch der eine oder andere Rage-Film war dabei. Sorry Leute, hab ich keinen Bock mehr drauf. Aber fangen wir erstmal am Anfang an, was eigentlich 2019 passiert ist. Ganz zu Anfang des Jahres haben wir kleinen YouTubern eine Freude gemacht, indem wir bei den Streams zugeschaut haben und ein bisschen supportet haben, indem wir Likes da gelassen haben und auch das ein oder andere Abo verteilt haben, wie zum Beispiel bei Shooter World. Erschrocken, ey. Vanessa, Zocker, Steve, Vanessa, Fölles, Sandy, ich grüße euch alle. Leute, vielen Dank für eure Abos. Ihr seid ja so geil. Muss ich mal heilen. Ihr seid so geil. Ich muss mich mal heilen. Mega, Leute. Passt doch. Das ist so geil. Ja, moin, Leute. Ich bin gerade komplett außer mir. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf dieses Stream. Lohnt sich auch, wieder hochzuladen. Zocker TV 2013, Hashtag mega. Grüße hier draußen. Happy nicht Geburtstag. Happy nicht Geburtstag. ruhig bleiben, alles gut. Alter, mega geil. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber ich bin gerade so. Sebastian Welski, moin, Grüße aus Berlin. Grüße zurück. Was ist hier los? Keine Ahnung, ich bin gerade selber überfordert. Ich bin gerade so mega überfordert gerade. Okay, Like auch stark gelassen, gut. Sinn. Ich hab halt kein Geburtstag, oder? Ich muss mal auf den Kalender gucken. Alexa, habe ich Geburtstag? Boah, jetzt hätte ich meine Kohle ausgesprochen. Ich muss fragen, ob Alexa auch Geburtstag. Okay. Alexa, habe ich Geburtstag? Okay, ich habe kein Geburtstag. Wir können aber auf Wrecking-Turm fliegen, wenn ihr wollt. Warum gehen wir nicht Bahnhof? Nein, dann gehen wir auf Bahnhof. Alles klar, der Meister hat gesprochen. Also habt ihr es jetzt, oder? Ja. Bahnhof. Ich kann aber mit Sniper nichts anfangen alleine. Und manchmal ist daraus sogar eine Kooperation entstanden und wir haben zusammen ein Video gedreht. Einer ist auf 103. Das Wolf gibt's gar nicht, ey, das ist doch wohl Hull, oder? Ich bin da hin. Oh Mann, Alter. Da kommt eh noch. Ich hab... Ach, das ist Sack. Das ist aber eine scheiß Idee gewesen mit dem Bahnhof. Was? Ah, ich verzweifle hier. Ich verzweifle hier recht. Jawoll! What the hell? Ah, schade, ey. Ich dachte, ich kriege mit dem Dommer auf. Das wäre mega gewesen. Aber jetzt müssen wir nicht so lange warten. Was? Warum machen die denn nicht so wie bei Apex ein Dreier im Team rein, statt ein Vierer? Das verstehe ich nicht. Warum? Wir würden es denn rausschmeißen? Nein! Ach nee, wir sind ja vier! Ach, Scheiße! Guten Morgen! Ach, guten Morgen, Speedy! Danach bin ich auf die Community eingegangen und habe ein paar Reaktionsvideos aufgenommen, wie unter anderem den Beef zwischen Unge und Monte. Der ist ja richtig stark angekommen und auch ihr fandet es gar nicht mal so schlecht.
Von daher habe ich mich gefreut, das für euch gemacht zu haben. Und ja, vielleicht machen wir sowas in Zukunft nochmal. Ja, ohne Scheiß. Uff. Der fühlt sich so richtig an wie Ficken, Alter. Ohne Scheiß. Ich komm fast bei dem Song, Digga. Ja, wie Ficken ist der Song, Digga. Jetzt hier, gönn dir nochmal, Digga. Mach's nicht nochmal, Junge. Mach's einfach nicht nochmal. Junge, was ist mit dir? Der Song ist geil, Alter. Was los? Oh, warte mal. Jetzt, wo du es sagst. Digga, der Song, Alter. Brrr, Digga. Ich liebe diesen Song. Ja, das haben wir auch mittlerweile verstanden. Nee, ist so, Digga. Ganz einfache Sache. So, und jetzt DJ. Mann, du machst mich so. Du machst mich einfach so. Wie er einfach tanzt, ey. Das sieht so geil aus auf die Musik. Das passt so gut, ey. Und auch das ein oder andere Spiel haben wir dieses Jahr ausprobiert. Unter anderem Nidhogg 2. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, es bockt richtig. Schaut es euch an, Leute. Es macht mega, mega Fun. Naja. Ja. Nein. Nein. Oh. Komm schon. Ich kann schnell. Oh, fuck, Alter. Ich wollte ja eigentlich den Bogen wechseln. Oh, komm, jetzt müssen wir wieder Lauf hinlegen hier. Ja, sieht gut aus. Ja. Stage weiter. Nein! Ich wollte hochspringen und werfen. Oh, ne, nicht ohne Waffe. Boah, der hat kassiert, ey. Und wir haben auch ernstere Themen in diesem Jahr behandelt. Unter anderem das Thema Artikel 13 war ganz groß. Und ja, auch bei der Demo in Köln war ich dabei. Einen kleinen Ausschnitt davon habt ihr jetzt. Und zwar heute ist der Tag, auf den alle schon seit Wochen gespannt warten. Heute ist der 23.3. Heute starten die europaweiten Demos gegen Artikel 13. Ich selbst werde heute in Köln sein. Wir sind jetzt in Köln und haben schon jede Menge Leute gesehen im Zug und auch jetzt hier am Bahnhof, die alle schon auf dem Weg sind zum Neumarkt. Wir sagen Nein zu Artikel 13! Wir sagen Nein zu Artikel 13! Wir sagen Nein zu Artikel 13! Wir wollen einen Artikel 13! Wir wollen einen Artikel 13! Damals, wo ich die erste Demo gemacht habe, da waren wir... Leute, waren wir 1500 Menschen oder so, und jetzt sind wir, letzte Zahlen, die ich mitbekommen habe, knapp 15.000 Menschen, und das ist echt, Leute, Applaus an euch auf jeden Fall erstmal, das ist mega geil, dass so viele für diese Sache einsetzen, die auch verdammt wichtig ist. Ich will jetzt nicht so viel reden, meine Stimme macht schon langsam wieder schlapp, ich kann langsam, glaube ich, nicht mehr. Auch das ein oder andere VR-Spiel haben wir in diesem Jahr mitgenommen, unter anderem Home Sweet Home. Sehr geiles Spiel, sehr geile Atmosphäre, kommt zwar nicht an Resident Evil 7 dran, aber war trotzdem, ja, ein sehr, sehr cooler Titel. Trinken geht nicht. Oh, oh, scheiße. Oh, fuck, Alter. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ah, oh, lass mich weg hier. Du siehst mich nicht. Oh. Oh, scheiße, ey. Oh. Oh. Die eine oder andere Pleite war dann doch dabei. In meinen Augen zum Beispiel Layers of Fear 2. Sehr, sehr langweiliger Titel. Hat sich absolut nicht gelohnt. Ich habe es einmal durchgespielt und das reicht auch. Ja, okay. Kann ich so wieder nicht erkennen. Muss man her wieder nehmen. Boah. Na. Mein Gott, das meine ich aber, wenn man das nicht gepackt kriegt, dann ist das voll blöd, irgendwie das rauszuziehen. Da wäre es echt besser, die hätten das mit X oder so gemacht, aber gut. So. Ach nee, okay, da ist auch... Okay, da spielt auch dieses Bild, okay. Das hier ist ein Spiegel. Ich kann aufs Bett klettern. Yay. What? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hm. Okay. Hä? Moment. Jetzt hängt er wieder an der Decke. Wenn ich jetzt drauf gehe, kommt er wieder runter. Hä? Okay. Okay. So.
Ja, dann haben wir auch noch Freitag der 13. gezockt mit einer Menge YouTubern zusammen. War eine geile Sache, hat echt Spaß gemacht. Und ja, das Spiel an sich ist ja nicht mehr so das Thema. Aber trotzdem, ihr habt es gefeiert, wir haben uns gefreut. Geil, Loki. Nabend. Hau ab. Was ist das denn, scheiß Ehren? Tschüss. Sag mal, lass doch mal meine Leiche in Ruhe. Ich versuch mal zu warten, bis er weg ist. Weg. Mhm. Ja, Base ist gut. Ich hab das Auto so schön vorbereitet. Ich hasse es, ne? Was denn? Welches Auto? Das blaue. Kleinwagen. Oh, okay. Jason, was willst du denn hier? So. Genau das ist Eddie. Dann brauchst du nur einen los. Das gibt's doch nicht, ey. Hab ich nicht gesehen jetzt, ey. So ein Scheiß. Gib Gas, überfahr ihn. Nein. Drei Leute hier aufeinander. Sehr geil. Nein! Oh, das ist doch nicht wahr. Hau ab! Ich will da auch rein! Ich will auch rein! Wie komm ich da rein? Du musst auf die andere Seite, Leiko. Boah, Glück gehabt. Ja, der fährt einfach weg. Gib Gas! Gas! Ich seh sie nicht, ich weiß nicht, wo sie ist. Ah, da. Ah, shit! Vor Jason, fahr weiter, fahr weiter. Ich glaub, das wird nichts mehr. Nee? Okay. Du musst mir sagen, wo ich hin muss. Nee. Straße folgen. Ja, und dann links wahrscheinlich. Ach, schön, Mausi, das tut doch gut. So eine richtige Nackenbehandlung. Oh, links ist besser. Ja. Was denn jetzt? Ach, halt doch mal, Maul. Och Mann. Dann habe ich sogar mich in einen Formel-1-Wagen gesetzt und bin ein bisschen in Formel 1 mitgecruised in einer sogenannten Chaos-Weltmeisterschaft. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Weiß zwar nicht, ob wir das noch wiederholen, aber es war auf jeden Fall meine Erfahrung, weil ich eigentlich kein Formel-1-Spieler bin oder so. Oder Rennspiel an sich. Aber es war cool, es hat Spaß gemacht und ich bin auf jeden Fall wieder dabei, wenn sowas nochmal gestartet wird. Kann auch sein, dass das ein NPC ist, ich sehe das noch nicht. Oder Mira. Ne, Mira habe ich gerade schon überrundet. Ja, wer weiß, vielleicht nochmal. Nee. Oh Mann. Oh, das ist Lycos. Oh, Lycos! Nein! Oh. Hat er dich vorbeigelassen? Nee, ich bin ihm leider hinten ins Rad gefahren. Ich habe extra noch gebremst stark, aber. Ich verliere 3 Sekunden pro Runde. 5 Sekunden zu Rolli. Pro Runde habe ich 4 Sekunden verloren. Ich komme jetzt aktuell nicht an Likers vorbei. Ah, jetzt vielleicht. Ja, jetzt komme ich vorbei. So, DRS aktiv, zack. Okay, Abstand zum Führenden 23,3 Sekunden. Ja, und alle, die mich kennen, werden jetzt denken so, was? Das hast du gespielt? Tatsächlich, ich habe tatsächlich FIFA 20 gespielt. Zwar nur die Demo und auch nur den Volta-Modus. Aber den wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen, weil das letzte FIFA, wo es, glaube ich, einen Hallenmodus gab, war, glaube ich, 98, wenn ich mich recht erinnere. Und das habe ich sehr gerne gespielt. Von daher war eigentlich der Volta-Modus für mich klar, den werde ich auf jeden Fall mal zocken. Und ja, das haben wir getan. Von daher, schade. Oh, keiner am Tor. Läuft. Boah, das ist immer, wenn man so schnell Kreis drückt oder so, ne? Dann. Schade. Nein. Ach, schade. Oh, er passt ihm das. Ich sag ja, der Typ mit der Kappe, ne? Der geht mir richtig hart auf den Sack. Ja, komm, geh nach vorne, Leute. Hallo. Jawoll.
Ach. Scheiße. Nein! Oh, Gott sei Dank. Gerade noch. Gerade noch. Ja, und das Event schlechthin für mich, die Gamescom. Auf der Gamescom war ich natürlich auch wieder am Start. Dort gibt es auch einige Videos auf meinem Kanal. Und hier habe ich einen kleinen Ausschnitt für euch. Ja, und ziemlich zum Ende des Jahres habe ich mich dann tatsächlich nochmal dazu hinreißen lassen, ein paar Challenges zu machen mit dem lieben Hamaro. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Schaut auch bei ihm auf dem Kanal vorbei. Bei ihm gibt es auch ein paar Challenges zwischen uns. Und ja, dort haben wir Crash Team Racing gespielt und der Verlierer musste dann halt einen Wetteinsatz erfüllen, wie unter anderem eine Banane am Stück essen mit Schale oder eine Zitrone essen. Ja, und in diesem Falle hat Hamaro die Banane bekommen und ich die Zitrone. Ja, die ganzen Videos seht ihr auf unserem Kanal. Hier habt ihr den Ausschnitt. Oh Gott. Ich bin wieder so komplett drin in dem Spiel. Wieso, die nächste Pflanze oder was? Ach, ey, komm. Jetzt krieg ich... Ey, jetzt krieg ich noch eine Bombe ab. Siebter. Jawohl! Jetzt bin ich schon wieder Sechster. Ich krieg zu viel. Sechster Platz. Sechster Platz, Mann! Tja. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt könnte es ja spannend werden, ne? Warte mal. 12, 13 hast du, 4 hab ich. Oh, nee. Ich würde sagen, wollen wir das vierte noch fahren, oder? Ich überlege gerade, eigentlich ist das Ding durch. Das Ding ist durch. Und da ist das gute Stück. Mit Schale. Ja, hier sind auch so ein paar Stellen dran. Bin ich mal gespannt. Also ich stelle es mir richtig ekelhaft vor. Mahlzeit. Mhm.
jeden Fall echt krass. Das ist echt ekelhaft. Beendet haben wir dann das Jahr 2019 mit ein paar Modern Warfare Streams. Wie ich finde, ein sehr geiles Spiel. Werde ich auch in Zukunft noch einige Male streamen und auch spielen, weil es macht mir wirklich sehr viel Spaß, das Spiel. Und ja, einen kleinen Ausschnitt davon habt ihr jetzt. Okay, also kann der Helikopter dich auch im Haus kriegen. Kommt, glaube ich, drauf an, ob das Haus Dächer und also Fenster hat oder so, ne? Keine Ahnung. Oben in den einen anderen Haus, da sitzen sie alle. Ich hab ein Geschütz. Boah. Sag mal. Komm. Komm schon. Ich weiß, dass hier eine kommt. Ja, da stand noch einer, oder was? Chris, pass auf, da steht noch einer. Oh. Ein Kill noch, da habe ich Helikopter. Weißt du, wo einer ist? Hier war einer. Pass auf, da aus der Tür kommt gerade einer. Unter dir. Habe ich. So, Helikopter kommt jetzt. So. Nice. Ja, das war 2019. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir haben noch mehr Videos gedreht, unter anderem auch in GTA und sonst was. Was ich gar nicht alles in dieses Video hier reinpacken konnte, weil es einfach sonst viel zu viel geworden wäre. Es ist jetzt schon sehr lang geworden, das Video, aber... ja, so ein ganzes Jahr zusammenzufassen in ein paar Minuten ist halt nicht so einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann Daumen hoch auf jeden Fall. Lasst mir auch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Über ein kostenloses Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao.